Ja, Gerrit, das sind schon wirklich ungewöhnliche Aussagen. Wir schauen zu dir in den Deutschen Bundestag. Wie sind denn die Reaktionen auf diese Aussagen von Rolf Mützenich? Ja, einem, dem diese Aussage wahrscheinlich wirklich nicht gefallen hat, der ist jetzt bei mir hier im Bundestag, Anton Hofreiter von den Grünen. Und wir fragen einfach direkt mal nach. Herr Mützenich, wir haben es gerade gehört, der spricht davon, man müsse den Krieg jetzt vielleicht sogar einfrieren. Rückt die SPD von der Position ab, der Ukraine zum Sieg verhelfen zu wollen? Ist das hier eine neue Strategie? Will die SPD plötzlich verhandeln? Ich glaube, was die SPD in ihrer Naivität nicht verstanden hat, ist, dass zum Verhandeln zwei dazugehören. Nämlich nicht nur das Opfer, sondern auch der Aggressor muss bereit sein zu verhandeln. Und mit dieser Strategie untergräbt die SPD und ihr Fraktionsvorsitzender auch nur die Chancen auf Verhandlungen, weil er nämlich Putin dazu ermutigt, den Krieg noch weiter zu eskalieren, weil es ein klares Zeichen von Schwäche ist. Also damit erreicht das glatte Gegenteil von dem, was er behauptet, erreichen zu wollen, nämlich den Krieg zu beenden. Was glauben Sie, wie blicken die europäischen oder auch die NATO-Partner auf solche Aussagen? Das ist ja relativ bemerkenswert. Diese Aussagen sind ganz gefährlich für die Sicherheit und den Frieden innerhalb der Europäischen Union und der NATO. Nämlich alle unsere Verbündeten um uns herum sehen diese Strategie des Appeasement als gefährlich an, weil sie auch gefährlich ist. Und man muss sich darüber im Klaren sein, solche Aussagen werden im Kreml als Aufforderung empfunden, den Krieg auszuweiten und weitere Länder anzugreifen. Annalena Baerbock sitzt während dieser Rede auf der Regierungsbank und kann sich ein Kopfschütteln nicht verkneifen. Kann man sagen, dass solche Aussagen auch Gift für die Koalition sind? Wie lange machen Sie sowas noch mit? Solche Aussagen sind ein Problem für die Koalition, aber sie sind vor allem ein Riesenproblem für das Standing von Deutschland. Annalena Baerbock hat unter anderem jahrelang jetzt daran gearbeitet, den Vertrauensverlust in Deutschland mit Nord Stream 2, mit der Naivität gegenüber Putin, mit dem Agieren von Schröder verursacht hat in ganz Europa, diesen Vertrauensverlust auszugleichen. Und all das reißt Mützenich und Scholz wieder ein. Unsere Verbündeten sind entsetzt. Aber jetzt noch mal mit Blick auf die Koalition und auf die Position der Grünen dazu. Was macht das mit der Koalition, wenn sich Rolf Mützenich so äußert? Das bringt die Koalition in erhebliche Schwierigkeiten, aber man darf eins nicht vergessen, es nutzt der Ukraine auch überhaupt nichts, wenn in dieser schwierigen Lage Deutschland keine Regierung hat, weil es Chaos gibt. Deswegen muss man die Erwartung haben, dass Scholz und Mützenich sich orientieren an den Ländern, die größere außenpolitische Erfahrung haben, wie zum Beispiel Großbritannien, wie zum Beispiel Frankreich, und an denjenigen Ländern, die näher dran sind und deshalb Russland besser kennen und verstehen, wie das Baltikum oder Polen. Agnieszka Pruga hat ja gestern vor der Debatte dem Kanzler auch tatsächlich indirekt vorgeworfen, das Ganze sei Wahlkampf. Spricht jetzt diese Aussage von Rolf Mützenich auch dafür? Macht die SPD hier schon Wahlkampf auf Kosten der Ukraine? Das darf überhaupt nicht passieren. Nämlich diese Aussagen sind ja nicht nur eine Gefahr für die Ukraine, sondern sie sind eine Gefahr für Frieden und Sicherheit in der NATO und in der Europäischen Union. Nämlich sie ermutigen Russland, den Krieg auszuweiten, und sind damit direkt friedensgefährdend. Sie haben ja dann doch nicht mit dem Unionsantrag gestimmt. Sie hatten vorher ja überlegt. Bereuen Sie jetzt mittlerweile diese Entscheidung, wenn Sie Rolf Mützenich hören? Die Aussagen von Rolf Mützenich sind gefährlich. Aber wie ich schon sagte, es nützt auch überhaupt niemanden etwas außer Putin, wenn die Regierung chaotisch in sich zusammenbricht. Vielen Dank, Anton Hofreiter, für dieses Interview. Ja, wir haben es gehört, Anton Hofreiter hat zwar nicht mit dem Unionsantrag gestimmt, steht aber zu dieser Entscheidung, sieht aber trotzdem natürlich die Aussagen von Rolf Mützenich mehr als kritisch. Gerrit, sehr spannendes Interview. Dankeschön dafür.